So, da geht unsere Mutter von dannen, um unsere Schwester zu suchen. Das heißt, wie ich ja bereits gesagt habe, wir haben jetzt Zeit, hier mal in unseren Heldenstatus, glaube ich, ja, Quests, aktuelle Quests. Gucken wir mal, wir haben immer noch den Angelwettbewerb. Skorms Kapelle, das Schwert im Stein, das Schwert im Stein. Seht da, das können wir jetzt mal machen. Wir gehen mal kurz zur Heldengilde zurück und geben unsere Erfahrung aus und dann gehen wir wieder zum Schwert, zum Schwert im Stein. Aber zuerst zur Heldengilde. So, nach einem Jahr im Gefängnis sollten wir nämlich ziemlich viel Erfahrung gesammelt haben. Obwohl, ja doch. Ich glaube, wir wollten das letzte Mal einen der Angriffszauber verbessern. Oder anzünden hat 58.000. Wir müssen immer die Videos laden, deshalb dauert es lange. Göttlicher Zorn 25.000. Ja, wir haben gerade so viel, wir können das ruhig machen. Göttlicher Zorn 25.000. Und dann wäre es hier vielleicht noch ganz schön mehr Zauberkraft. Nee, brauchen wir jetzt noch nicht. Wir gehen mal zu der Stärke und holen uns mehr Körperbau. Das brauchen wir nämlich für das Schwert im Stein. So, gucken wir bei den Fertigkeiten nochmal. Ein bisschen mehr Zielgenauigkeit vielleicht. Das wäre gar nicht schlecht. Und wenn jetzt noch was für Körper geht. Körperbau 86.000. Können aber noch Gesundheit und Zähigkeit machen. Ich nehme aber mal Zähigkeit. Ist aber alles nicht teuer. Da kann ich hier Zähigkeit 38. Ich nehme nochmal Zähigkeit. So, jetzt haben wir fast nichts mehr. Und jetzt gehen wir mal zum Schwert im Stein. Also in den Witchwood von Nottle Glade. Na, wir machen einfach mal das Witchwood Kallistor. Näher kommt man wohl nicht ran. Alles voll mit Gegnern. Kein Problem, wir sind gestählt. Ey. Das erinnert mich auch noch daran, dass wir unbedingt zum Friseur müssen. Nach einem Jahr im Gefängnis sieht man schon komisch aus. Na. Meine, die Räuber hier sind ja sowieso keine Gegner. Aber wir wollen ja nicht vor einem Kampf davonlaufen, nicht wahr? Deshalb, nimm den. Hä? Ja, immer dieses Hinterrücks. Komm her. Ey, der hat mich gerade geboxt. Was ist mit dir los? Box mich doch nicht. Das ist gegen die Regeln. Okay. Da steht noch einer vereinsamt und alleine, zurückgelassen. Verraten von seinen Freunden. Wie auch immer. So, ein Questmarker wird uns jetzt nicht angezeigt, aber wir wissen, dass wir zum Arbos-Tempel müssen. Oder dass wir dahin wollen, dass ich dahin will. Und es sollte ja nicht so schwer zu finden sein. Weil so viele alternative Wege gibt es ja hier gar nicht im Witchwood. Meine Güte, was denn? Ja, also es sollte jedenfalls kein Problem sein, den Arbos-Tempel zu finden. Das müsste man recht leicht finden und dürfte man nicht übersehen. Und wenn mich nichts täuscht, dann müsste eigentlich im nächsten Abschnitt wieder ein Troll kommen. Ein Erdtroll, ein Steintroll, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ein Steintroll. Das war der erste Steintroll, dem wir begegnet sind. Schön enthauptet, wunderbar. In Spielen ab 12 Jahren geht sowas nämlich. Wenn man sich aber heute Spiele ab 18 Jahren anguckt, dann geht das da nicht. Ich bitte um eine Erklärung. Ja, und hier haben wir es jetzt eben schon gesehen. Witchwood Steine. Das sind die Steine, wo wir den Namen der Tür erraten sollten. Die ja allem Anschein nach Shit heißt. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Hits heißt die. H-I-T-S. So. Noch ein paar Balverine. Da bleibt uns jetzt der Erdtroll erspart. Ich meine, der Steintroll. Und dafür halt ein paar Balverine. Ich meine, den Steintroll finde ich nur ein bisschen nervig, weil er mir kaum was anhaben kann. Da sind die vier Balverine eigentlich schon schwerer zu besiegen. Und wenn wir hier jetzt einfach weitergehen, oben oder unten, ist egal, ich gehe mal jetzt hier den kurzen Weg. Dann müsste ich zum Arbos-Tempel kommen. Hey. Hat er die Händler angegriffen? So geht's ja nun nicht. Wir brauchen nämlich die Händler.
Ich glaube übrigens, ich habe in diesem Durchspielen, also in dieser Serie, noch nicht einmal einen wilden Händler angesprochen, sozusagen. Wilder Händler ist jetzt gut. Wow! Die Händler haben die umgebracht. Also, wenn wir hier jetzt einen Händler finden, mit der grün umrandet ist, dann können wir, glaube ich, mit dem handeln. Bei Lilane nicht. Obwohl eben meine Börse angezeigt wurde, mein Geld. Das finde ich schon ein bisschen verdächtig. Das kommt schon her. Und ein bisschen verdächtig. Warum sollte die angezeigt werden, wenn ich nicht mit dem handeln kann? Aber die sind halt lila. Die sind wie Passanten. Das sind keine Händler, mit denen ich handeln kann. Genau, hier geht's zum Avos-Tempel. Hatte ich doch recht. Ja, jetzt können wir auch das Schwert wegstecken. Und dann geht es jetzt mal hoch hier zu dem Schwert im Stein. Ich weiß nicht, ob es schon reicht. Könnte sein, dass wir wieder scheitern. Ich weiß doch nicht, wann eine Fähigkeit maximiert ist. Körperbau. Mit 8? Ich weiß es nicht. Ach, geh doch mal hier aus dem Weg. Wenn du nicht ziehst, wird es nichts. So, jetzt lass mich mal ran, Bübchen. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, was passiert. Ich drück die Daumen. Mal sehen, wie gut der Held ist. Pech, oh Held. Vielleicht nächstes Mal. Tja. Oh, jetzt verkneifen sie sich schon das Lachen. Frische Luft und Bewegung, ja? Ey, könnt mich mal. Seid froh, dass ich euch nicht umbringe. Also, dann gucken wir uns jetzt halt nochmal an, was wir hier noch für Quests haben. Ich glaube nämlich Tempel des Lichts. Das ist irgendwie eine Quest, die man nie beenden kann. Genau wie Skorms Kapelle. Da kannst du opfern, hier kannst du spenden, aber die Quest wird nie abgeschlossen werden. Den Angelwettbewerb haben wir nicht beendet, das ist aber recht langweilig, das muss ich euch nicht zeigen. Durchgang zur Hookküste ist die Hauptquest. Also gehen wir jetzt mal zurück in die Heldengilde und gucken uns da mal an, ob es vielleicht noch andere Quests gibt, die wir annehmen können. Wir haben ja Zeit. Okay, eigentlich haben wir immer Zeit, aber naja. Oh ja, viele Sachen. Wir haben hier Durchbruch. Durchbrecht eine Belagerung in Nottle Glade. Ziemlich ungenau. Belagerung wodurch? Ich glaube durch Räuber. Wir machen das einfach mal. Haben wir hier verirrter Händler, sucht den verschollenen Bruder des Händlers und bringt ihn in Sicherheit. Diese ganzen Sachen. Wenn wir jetzt mehr als eine Nebenquest annehmen, dann haben wir mehr als einen Wegpunkt und das verwirrt nur. Deshalb werde ich nur eine Quest annehmen, die beenden und dann können wir zurückkehren. Also, ja. Auf nach Nottle Glade. Eine Belagerung? Könnte auch eine Belagerung von Lakaien sein. Halt. Nein, es sind Räuber. Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Räuber nicht davonkommen. Er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus. Da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort. Wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich ziehe mich in meine Hütte zurück. Viel Glück! Okay, ich bin verwirrt. Es sagt, geht nach Nottle Glade und sprecht mit dem Anführer der belagernden Räuber. Habe ich gemacht. Aber ich habe auch mit dem Häuptling von Nottle Glade geredet und sie beide haben mir gesagt, ich soll verschiedene Dinge tun. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun kann oder tun soll. Versuch mal, ob man jetzt hier... Ich kann nicht rausgehen. Okay, also scheint diese Quest nur auf die gute Art und Weise möglich zu sein und ich spiele den Räubern etwas vor. Wir wollen aber nicht alleine gegen die Räuber antreten, deshalb schnappen wir uns hier einen Gefährten. Folge mir. Kommt schon, zeigen wir es diesen Gesetzlosen. Jetzt gucken wir mal mit den grünen Punkten auf der Karte. Ich zeige euch das. Da. Könnte sein, dass da noch weitere Wächter sind, die wir anheuern können.
Den nicht, den nicht. Und wer ist hier? Irgendwo. Ah ja, da. Folge mir. Wir werden Ihnen zeigen, wer der Boss ist. Wunderbar. Jetzt haben wir zwei Gefährten, Gefolgen, wie auch immer. Da ist der Räuberboss. Sag mal was. Kommt etwas näher. Ich schneide euch die Arme ab und füttere euch damit. Das reicht jetzt. Setzt euren Quest fort. Setzt euren Quest fort. Finde ich ja sehr unterhaltsam. Aber gut. Also wir haben jetzt unsere zwei Wächter, die wir nicht unbedingt bräuchten, aber die wir uns einfach mal nehmen. Kann ja nicht schaden. Habt ihr genug Männer, oh Held? Dann sollten wir gleich loslegen. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Was denn jetzt? Nein, ich schnapp mir natürlich die Räuber. In diesem Fall... Ja, sie sind ja auch rot, sie sind ja Gegner. Also es ist hier jetzt ganz eindeutig, die Räuber sind rot und als Gegner markiert, die Wächter hingegen nicht und die Dorfbewohner auch nicht. Also es sollte eigentlich klar sein, was ich tun soll. Das ist nämlich eine Belagerung und die soll ich durchbrechen. Es stand ja nicht da, helft den Räubern ihren Boss zu befreien. Das stand ja da nicht. Verdammt, da rennt einer. Es ist, glaube ich, ein Wächter, aber er rennt wahrscheinlich einem Räuber hinterher. Ah, nee. Das war's schon. Wunderbar. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen. Natürlich nicht. Die sind tot. Wie sollen sie auch zurückkommen? Okay, Quest abgeschlossen. Wunderbar. Dann können wir jetzt wieder zurück zur Heldengilde. Nee, nicht H, sondern G. Ich habe H für Heldengilde gedrückt, aber sollte ich G für Gildensiegel drücken. Warum ist ein Grabhügelfeld? Komisch. Das Grabhügelfeld ist hier gold markiert. Altes Kallistor, das ist klar eigentlich. Gut, was soll's. Auf zur Heldengilde. Wir haben erfahren, dass Zwillingskling Rache für seine demütigende Niederlage will. Er hat eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Hütet euch vor Überraschungsangriffen. Okay, es könnte jetzt... Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nothole-Glade messen. Okay, also zunächst das mit Zwillingskling. Es könnte jetzt tatsächlich passieren, dass jemand auftaucht. Ein Assassine ist es dann, so ein Attentäter, in Schwarz gekleidet mit einer Kapuze. Die sind recht schwer zu besiegen und der könnte einfach so aus dem Nichts auftauchen und auf uns zurennen, auch wenn kein Gegner auf der Karte angezeigt wird. Und den Bogenschießstand in Nothole Glade werden wir uns auch irgendwann angucken. Sucht den verschollenen Bruder des Händlers und bringt ihn in Sicherheit. Naja gut, warum nicht? Befindet sich anscheinend auf dem Weg zu Zwillingsklings Lager. So wie ich das jetzt richtig gesehen habe. Also auf nach Oakvale. Ach ja. Heimat. Und ihr seht, das Goldene ist natürlich unsere Hauptquest. Und links unten sehen wir den silbernen Pfeil. Das ist unsere Nebenquest. Das sind die blauen Quests, die wir annehmen. Ich glaube, die weißen Quests sind wiederkehrende Quests oder die beigen Quests. Gucken wir uns das mal nochmal an. Genau, hier die beigen. Die beigen Quests haben keinen Wegpunkt und sind immer aktiv. Hier diese bläulichen sind Nebenquests, die ein Ziel haben und die uns auch angezeigt werden, um dorthin zu finden. Und die goldenen sind die Hauptquests. Okay. Nur, dass das nochmal geklärt ist. Und wir gehen jetzt weiter zur Nebenquest. Wenn wir jetzt alle Nebenquests angezeigt hätten, dann wäre so gut wie jeder Ausgang markiert. Und wir wüssten gar nicht, wo wir gerade hingehen. Finde ich sehr ungünstig.
Wenigstens müssen wir hier jetzt nicht mehr vorsichtig sein. Wir können einfach durchrennen. Denn das hier mit den Räubern und dass da das Tor zugemacht wurde, das war Teil der Quest. Und das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Bitte helft mir. Mein Bruder Thomas hat sich irgendwo davon verirrt. Mir nach. Ich glaube, er ist irgendwo da oben. Such den gestrandeten Händler. Kein Problem. Na dann mal los. Eine Menge Räuber. Wie ist denn der da hingekommen? Er ist tiefer in den Wald rein. Ich trau mich da nicht hin. Ja, naja, klar. Aber ist kein Problem, du wärst mir eh keine Hilfe. Also, bisschen Räubermetzeln hier. Wenn der so von oben mit seinem Schwert beidhändig ausholt, im Sprung, der würde ihm doch den Schädel spalten. Also, das... da würden ja die absurdesten Dinge mit dem Kopf passieren, aber er würde nicht einfach so umfallen und dann danach weiterkämpfen. Das steht schon mal fest. Wahrscheinlich müsste man sich danach erstmal ein neues Schwert holen. Weil es erstmal feststeckt. Weil es erstmal feststeckt. Und dann wahrscheinlich die Klinge stumpf ist, nachdem es durch einen Schädel geprescht ist. Obwohl, wir haben ja sogar ein Meisterlangschwert, oder? War das nicht so? Was haben wir denn? Ich muss mal nachgucken. Ich habe schon eine Weile nicht mehr aufgenommen. Ja, es ist ein Meisterlangschwert. Also, ne? Aus Meistermetall. Oder nur aus Meister. Obsidian ist aus Obsidian. Na klar, ist ja klar. Aber ein Meisterschwert ist aus dem Material Meister. Würde ich jetzt einfach mal logischerweise behaupten. Ich bin mir auch nicht sicher, wo er ihm hinsticht, wenn die auf dem Boden liegen. Meine, in den Bauch? Klar. Würde schon sehr schmerzen und wahrscheinlich bald zum Tod führen. Aber augenblicklich wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ach, du sollst rennen. Und in die Brust sticht er ihn nicht, also direkt ins Herz. Das wäre ein sofortiges Todesurteil. Aber so ein Bauch, in die Gedärme, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die da nicht noch rumröcheln würden in eine Weile. Ich meine, guckt euch mal God of War 2 an, ne? Wie lange Kratos noch mit Zeus redet, als ihm das Schwert im Bauch steckt. Und erst eine Weile später stirbt er. Und das halte ich auch für recht realistisch. Naja, ist ja auch egal. Wir wollen es hier nicht über Gewalt unterhalten. Lauft! Das ist eure einzige Chance. Das ist ja ein jugendfreies Spiel. Also falls irgendjemand dabei ist, der noch nicht volljährig ist und mir gerade zugeguckt hat, den bitte ich doch, diese Stelle zukünftig nur noch ohne Ton anzugucken. Vielen Dank. So, da ist der Händler. Helft mir! Ich habe mich verirrt! Wie kannst du dich verirren? Das ist eine gerade Straße. Bitte helft! Ich folge euch zu meinem Bruder! Ihr müsst ihn doch gesehen haben! Ja, ja. Aber jetzt bleibst du erstmal hier. Warte. Und wir gehen jetzt die verlassene Straße hier nochmal entlang und säubern sie vor Räubern. Das ist das gleiche, wie als wir die Händler aus dem Räuberlager befreit haben. Wir müssen einfach nochmal selber zurück und alle Gegner töten. Und dann können wir den holen. Dauert halt nur ein bisschen, aber es ist sicherer für den Händler. Es ist doch ein Händler, oder? Ja, verirrter Händler, genau. Weil der hat da seine Gesundheit und es ist einfach sicherer, wenn ich mit ihm losgehe, wenn hier keiner mehr ist. Ja, hättest du nicht mit gerechnet, oder? Wachsam bleiben. Ey, das war doch mal geil. Das ist eindeutig ein Bauch. Ey, was soll's. Gut, jetzt sehe ich hier nur noch einen. Ne, zwei. Und das finde ich jetzt richtig geil, dass ich weiß, wie man die Karte vergrößert. Der Hammer. Okay, zwei Räuber noch. Ach, beide hier oben sogar. Na, wunderbar. Ach nee, da ist noch einer. Versteckt sich da, der Lausbub. Mehr du Schlingel. So. Jetzt hat sich auch die Musik wieder verändert und jetzt wissen wir, die Luft ist rein. Wo kommt denn der jetzt her? So, jetzt hat sich die Musik verändert und wir wissen, dass die Luft rein ist.
und hofft einfach mal, dass sie es bleibt. Denn wenn wir jetzt dem Händler sagen, er soll uns folgen, werden wir ja nicht von einer Zwischensequenz unterbrochen. Und dann dürften eigentlich keine neuen Gegner auftauchen. Jedenfalls nicht so, plopp, hier bin ich. Ich folge, ich folge. Folge mir. Ja, nicht klatschen. Ech. So ein Eierkopf. Mann, hast du ein Kloß auf dem Kopf? Komm her. Schnell, holt mich hier raus. Ja, na nu, komm doch mal. Folge mir. Wie deutlich soll ich da noch sagen? Folge mir, nu komm schon. Ja, ja, halt mal den Hut fest. Ist das gruselig. Was ist, wenn ich renne? Kommt er da hinterher? Oh, sieht so aus. Ich mach mal meine Karte groß. Ja, der kommt hinterher, kein Problem. Ist das gruselig? Warum denn gruselig? Jetzt komm mit. Bei Fuß. So, da ist dein Bruder. Ohne einen Kratzer. Guck doch einfach mal geradeaus. Dann würdest du auch nicht ständig in Schlamassel rennen. Oh, ihr habt ihn gefunden. Danke, danke. Nehmt das. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Schatztipp Nummer 2. Was ist das denn? Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Albion versteckt sei. Die Hinweise sollten euch hinführen. Soweit ich weiß, sind es insgesamt 6. Und soweit ich weiß, habe ich immer so 4 gefunden und habe keine Ahnung, wo der Schatz ist. Und ich habe keine Ahnung, was der Schatz ist. Vielleicht hat mich auch jemand verarscht, aber ich habe mal irgendwas gehört von einer... Ach, keine Ahnung. Ich hatte mal was gehört von einer Bratpfanne und von einem Krückstock. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Vielleicht bringe ich auch jetzt höllisch was durcheinander oder ich erzähle einfach nur großen Mist. Aber irgendwie habe ich was von wegen einer Bratpfanne im Gedächtnis. Vielleicht war da auch ein Cheat oder sowas. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das